Ansonsten sollten wir vielleicht auch nochmal hier eine Runde Entertainment und sowas machen. Also Nachrichtensprecher, Bühne. Ja, Essensausgabe wird ja gerade verlangt. Können wir eigentlich... Na gut, hier könnte ich das, müsste ich das Lager erweitern. Ich könnte aber hier nochmal eine Runde setzen. Also, Nachrichtensprecher, ne? Ja. Eine Bühne. Und ich würde die Feuerstelle gleich mal umziehen. Was? Holz? Was habe ich denn jetzt angeklickt? Feuerstelle, dann kommt die nämlich weg. Ja, ja. Und da wird dann das Lager erweitert. Ja, komm, ganz ehrlich, wir können es eigentlich auch schon komplett dicht bauen hier unten. Und dann könnten wir aber den... nochmal erweitern. Den See. Also See. Den Tümpel hier unten. Und da wachsen auch direkt Bäume. Schön. Kann man eigentlich auf dem Friedhof auch Wasser machen? Oder ist das ein geschütztes Gebiet? Nee, ist ein geschütztes Gebiet. Okay. This is not possible. Not possible. Achso, ich wollte auch meine neue, in Anführungsstrichen, Hauptstadt bauen, ne? Also meinen zentralen Ort. Jo, schwierig. Irgendwas ist schon wieder fertig. Auf jeden Fall habe ich nur noch 19. Okay, jetzt habe ich ja 14 Arbeiter. Warum sind da eigentlich hier so viele Leute gerade unzufrieden? Ja, 87%, also ganz ehrlich. Nachrichtensprecher, Toiletten müsste man vielleicht auch nochmal setzen, ne? Wo haben wir denn hier ein Klo? Irgendwo hier oben, ne? Toilette 2? Vielleicht sollte ich hier unten nochmal eine Toilette irgendwo setzen. Hier vielleicht einfach mal hin. Ah, was macht am meisten Sinn? Theoretisch das. Das und das. So. Eieiei, dafür brauche ich auch Möbel. Also der Zimmermann. Der Zimmer dran. Der hat einiges zu tun. 760. Wo ist denn unser Labor? Hier oben, ne? Genau. Was ist hier mit der Upgrades? 372. Okay. Aber wir haben, glaube ich, jetzt... Nein, 96. Zwei fehlen noch. Ah, ärgerlich. Ja, Problem ist halt immer noch das Erz. La Erz ist la Problem. Hurla Eisenschmelze. 4,0, ey. Workload 0,8. Estimated this year 70. So, jetzt müsste das aber hochgehen. So, da geht die Production direkt nochmal hoch. Was wäre der nächste Schritt? Ach, da brauchen wir diese komischen Metalle. Nee, Maschinen. Machineries. Machineries. Also ich würde ja gerne erstmal eins zu Ende bauen wollen. Ach, gib mal, das wird bald fertig. So, Essen. Oh yeah.
Essenstechnisch sieht es schon mal besser aus. Jetzt haben wir übrigens im letzten Jahr wieder knappe 100 plus gemacht. Das ist sehr gut. Und ich habe eigentlich nichts Neues gebaut, ne? Außer hier unten, die Fireman. Fireman Electra. Das Ding hier ist auch, glaube ich, viel zu klein. So, das ist alles gebaut. Sehr schön. Wie gesagt, ich müsste das Nahrungslager demnächst mal erweitern. So, brottechnisch, Alter, brottechnisch sieht es auch so klasse aus. Was verkaufe ich eigentlich gerade? Nischt. Achso, immer noch hier Opiates. Aber ich glaube, da können wir auch mal auf Stoffe gehen. Drei, ja, Mann, das macht einfach gar keinen Sinn. Getreide bringt, glaube ich, gar nichts, ne? Ja. Brote? Brot bringt auch nichts. Fische immerhin 4. Ich will eigentlich kein Essen verkaufen. Ja, am meisten Sinn macht tatsächlich wahrscheinlich das hier. Mal wieder 50% davon. Alter, Waffen 88. Nicey nice. 5, 3, 11. Oh, Papier bringt 11? Oh mein Gott. Papier ist super simpel herzustellen. Ich glaube, da brauche ich einfach nur Holz für, ne? Ah, warte mal. Ach nee, das braucht ja hier 300, ne? Ja, scheiße. Ich meine, immerhin geht die Zufriedenheit jetzt wieder hoch. Das ist schon mal viel wert. So, Ration 41. Da können wir, glaube ich, auch noch mal eine kurze Runde produzieren. Kann ich das mit Brot machen? Okay, Fleisch bringt am allermeisten. Ja, dann lassen wir es bei Fleisch. Fleisch. Null Arbeiter. Habe ich noch frei. Ah, ja. Die Baltic Crawler. Sehr gut, schön. I need more people. Guck mal, 13 Menschen noch. Und 8 Tilapia noch. Dann können wir auch die Baltic Crawler Zucht jetzt hier perfektionieren. Alter, 12 Tiere Maximum. Warte mal, können wir nicht einfach Tiere verkaufen? Wir können ja auch ganz... Wir fangen mal an mit der Zufriedenheit jetzt. So, Zugang. Also, wer braucht Tiere? Weil Tiere, glaube ich, produzieren wir mehr als genug. Wären 143, die ich abgeben müsste. Jetzt ist die Frage, wie viel ich produziere an Tieren. Also keine 143. Tagesproduktion. 3. Echt? What? Ich mach doch keine 3, das ist ja Quatsch. Also allein das hier müsste ja schon... Das macht wirklich 0,41 nur am Tag. 0,86, 0,86, 0,04... Okay, wir sind auch bei 10% Skill. Ach, deswegen sind die auch so schlecht. Wer kann denn Baltic Crawler Zucht? Da habe ich es doch gerade gelesen. 10. Dondoria können es zu 80. Gartimi können das. Menschen, ja. Ja gut, und ihr seid generell keine Arbeiter, ne? Ihr seid Kämpfer und ihr seid eigentlich die krassesten Arbeiter, die Kantoren. Aber die kriege ich einfach nicht. Also Gartimi wären's, theoretisch. Lieben Tod und Zerstörung kümmern sich kaum um die schönen Seiten des Lebens. Ihre hohe Fortpflanzungsrate macht sie perfekten Kanonenfutter, aber mit der richtigen Ausbildung und Ausrüstung können sie zu furchtbaren Kriegern werden. Ah, komm, wir holen uns Gartimi. Die Gartimi! Willkommen!
Dann gehen wir auf diese beiden Spezies jetzt noch ein wenig ein. So, wie viel könnte ich davon wiederholen? 53? Okay. Schlechter Fang, ja. Warum sollte auch mal was positiv sein hier? Kann ich mal ganz kurz diese Baustelle ausschalten? Umstellung, Gas. Ne, ich will es nicht kopieren. Ich möchte das kurz anhalten. Ich möchte nicht, dass hier gerade noch weitere Möbel reingeliefert werden, sondern die sollen erstmal das hier unten fertig bauen. Alter, 700 plus gemacht im letzten Jahr. Super geil. Ich glaube, vorrangig durch die Bäckerei, ne? Also Tagesproduktion wäre 3. Ich mache trotzdem mal ganz kurz Zugang. Alle? Mach mal Nutztiere hoch. Verbrauchsrate. Ich glaube, das ist deutlich über meinem Limit. So, Leder. Machen wir nicht über den Durst, aber Stoffe machen wir über den Durst. Wir werden auch mal Stoffe jetzt nicht mehr exportieren. Suchen wir da irgendwas anderes. So, Zugang. Also, Stoffe. Alter, dafür brauche ich auch immens viel. Ich mach mal alles auf Stufe 1. Auch das kommt auf Stufe 1. Möbel erstmal noch nicht. Normale Steine. Ja, Holz ist natürlich ganz, ganz krass. So, ich lasse das mal ein bisschen anlaufen. Müsste auch die Zufriedenheit insgesamt wieder steigen. Obdachlos sind noch 9. Das müssen wir auch gleich nochmal regulieren. So, hier haben wir auf jeden Fall eine freie Wohnung. Ja. Die sind alle voll, ne? Ja. Vielleicht baue ich hier nochmal eine Reihe Wohnungen. Ich meine, hier könnte man auch nochmal Wohnungen bauen. Vielleicht machen wir einfach mal Wohnheime nochmal hin. So, hier nochmal eine Reihe Wohnheime. Nicht schön, aber selten. Und dann haben wir hoffentlich auch alle unter einem Dach wieder. Das würde mich erfreuen. So. Fertig? Jo, ersten ziehen schon ein. Sind trotzdem noch 9. Ist auch noch frei. Gut, aber die werden schon nach und nach hoffentlich hier einziehen. Dann sollten ja woanders wieder Wohnungen frei werden. Also wenn die jetzt nach hier oben ziehen, dann müssten ja hier unten irgendwo welche frei werden. Oder halt woanders. Ach, alter Schwede. Dieses Labor. Das sieht so krass einfach aus. So, jetzt dürfte gleich Feierabend sein. Jo, man verteilt sich wieder. So, wie sieht's hausmeistermäßig aus? Oh, sehr gut. Ja, gut, das können wir ja nicht mehr beeinflussen. Ja, hervorragend, hervorragend. Auch hier oben alles hervorragend. Und auch hier sehe ich keine roten Bobsel mehr. Sehr schön. Was? Irgendeine Krankheit, glaube ich. Ja, Weißschimmer. Wie gesagt, warum soll mal was Positives sein? Ach Gott.
Ach, die Toilette ist ja auch noch nicht fertig. Alter, wir haben so viele offene Baustellen gerade. Das Geld bleibt bei 10. Skill? Alter, ist auch alles auf 0. Bei den Töpfer waren. Wo ist denn der Töpfer? Das war nur so ein kleines Mistgebäude, ne? Ja. Vielleicht würde ich den auch nochmal erweitern, den Töpfer. Wobei, ich habe gerade extrem Mangel an Möbeln. Vielleicht sollte ich erstmal warten, bis die ganzen anderen Baustellen fertig sind. Mann, ich will hier rein. Okay, also wir produzieren 155 im Jahr. Das heißt, dass in 2 Jahren das Gasthaus fertig ist. Heftig. Einer ist erfroren. Aha. Das ist auch nicht so schön. Einer ist noch... Ey, das sind noch... Ach, es sind 4 Leute in der Psychiatrie und einer läuft noch frei rum. Okay. Okay, das ist einfach alles weg. Der Zugang geht vor allen Dingen wieder richtig runter. Boah, das bringt ja auch gar nichts. Guck mal, 0,11 bringt das nur. Boah, ist das schlecht. Gruften, Glaube. Ja, ich glaube, ich gehe tatsächlich auf den... Ach, Kacke, Tempel geht nicht mehr. Auf den Tempel, aber das hat sich jetzt direkt erledigt. Brewery! Refined Weaver. Was bist du? Schalte Katapulte frei. Aha. Soll dir... Soldiering. Wow. Elevate your drill surgeon's abilities to turn out good troops in short order. Also 10% Ausbildung. Also dass es, glaube ich, einfach schneller geht. Smithy. Der produziert mir, glaube ich, die Maschinen. So, ich müsste wahrscheinlich mal langsam auf die Verbesserungen gehen von den einzelnen Sachen. Was ist jetzt los? Ach so, weil ich jetzt hier... Weil gerade Pause ist, deswegen geht das hier runter. Wer verbraucht denn eigentlich Metall? Constructions. Okay, und wer braucht das jetzt? Wartung 20. What? Alter. Okay. Och, können wir bitte das Gasthaus mal ein bisschen außen vor lassen? Das ist ja gerade nicht schön. Ja, egal. Ich mache jetzt erstmal das, was ich sowieso machen wollte. Und zwar, wir machen uns mal einen Weg zu diesen Vorkommen hier. So, entferne in den Bergraum. Also, hier geht's durch. Noch einen einzelnen Weg? Ich würde sagen, ja. So, da geht's durch. Da geht's durch. Hier geht's schon in die Höhle. Das müsste eigentlich funktionieren. Ja, eigentlich müsste es gehen. So, jetzt müssen wir eh gleich in Linie arbeiten. Ja, das wird dauern. Oh Gott, Alter, jetzt sehe ich überhaupt gar nichts hier im Dunkeln. Also Respekt und Anerkennung, mein Freund, aber wie bist denn du da gerade hingekommen?
Nein, er läuft oben rum. Oh, das ist nicht gut. Ja, Unfall. Das ist nicht gut, dass sie da oben rumläuft. Oh mein Gott, da sind nämlich die, Smilodons. Also die nicht ganz so netten. Na gut. Ihr macht das schon, ne? So, da muss ich natürlich dann auch noch Wege setzen. Da, wo man hier durchgräbt. Warum ist... Kann ich da nichts machen? Alter, ist das Berg? Ja, doch, das ist Berg. Wow. So, jetzt müsste der Weg aber eigentlich passen. Genau, ich weiß gerade nicht, wo ich ihn enden lassen muss. Ich glaube, hier oben ist... Ja, also schon theoretisch ein Müh zu weit. Muss dann aber einfach gucken. Auch wo das Vorkommen am besten... Also von der Qualität her am besten ist. Sag ich doch, da ist doch hier, da fehlt's doch, oder nicht? Ah, es ist so pixelig. Ja, kann aber auch sein, dass der Weg hier gebaut wurde. Hier mangelt's dann, glaube ich, am Weg. Ja, ich lasse die hier mal kurz zu Ende bauen. Kann man eigentlich auch Wasser im Berg graben? Kanal ausheben? Nee, muss ich zuerst abbauen. Hier würde es gehen. Wasserspiegel 198. War der Wasserspiegel nicht mal bei 3000 irgendwas? Kann sein, dass ich gleich am Ende bin? Weil dann, wenn das wirklich so ist... Warte mal, ich teste das mal ganz kurz. 198. Ich reiß mal den hier nochmal kurz weg. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Gut. Dann hat sich das jetzt gerade erledigt. Dann werden wir auf jeden Fall wieder zuschütten. Aber das kann ja nicht das Problem sein. Weil hier ist ja Zugang zum Wasser, oder? Okay, gut, der Wasserspiegel muss auf jeden Fall steigen. Was passiert, wenn ich... Einfach nur interessenhalber. Das wegmache. Geht das jetzt auch wieder hoch? Tatsächlich. Ich könnte also hier vorne... Ich könnte mir hier wieder Wasser klauen und dann hätte ich ein bisschen was über... Ach, Quatsch. Für das Land. Also fürs Landesinnere. Ah ja, okay. Okay, das ist gut. Also muss man tatsächlich auch so ein bisschen managen mit dem Wasser. Ah, das ist natürlich super schwer. Ich meine, ich könnte hier hinten den ganzen See aus, naja, quasi wegmachen. Dann könnte ich ihn selber wieder irgendwo anders hinsetzen. Also das würde schon funktionieren.
das jetzt mein Priori... Was? Naja, meine höchste Priorität ist. Ich glaube, jetzt aktuell noch nicht, weil wir haben noch genug... Nahrungsmittel. So, dann sind wir hier durch. Dann könnten wir theoretisch irgendwann... Ich habe die Edelsteinmine nicht freigeschaltet. Wie teuer ist denn die? 1100, okay. Dann müssen wir darauf nochmal sparen. Beziehungsweise sparen wird schwierig. Weil wir werden hier nichts mehr erreichen. Wir müssen ein neues Labor bauen. Ein weiteres Labor. Vor allem geht es immer weiter nach unten jetzt. Ist auch sehr ungünstig. Die Leute können das nicht mehr halten. Schwierig. Ja, also wie gesagt, das hier muss leider erstmal weg. Es geht einfach wirklich alles ins Gasthaus, ne? Wahnsinn. Oh mein Gott. Das dauert noch ewig. So, ist hier mittlerweile bessere? Nein. Ich kann aber nochmal welche holen, ne? Wie sieht es denn nahrungstechnisch aus? Wir haben Minus gemacht wieder im letzten Jahr. Mann, Dürre. Wir haben gerade mal... Oh, das ist so kacke. Kann denn nicht mal wieder was Positives sein? Wie zum Beispiel eine sehr fruchtbare Zeit? Nee, es ist einfach jedes Jahr Dürre. Und ich weiß nicht, warum. Boah, das ist echt schwierig, ne? Ganz, ganz schwierig ist das jetzt hier gerade. Naja, egal. Wir werden auch diese Dürre überstehen. Die gefühlt 600. in diesem Spiel.